wichtig eine private Haftpflichtversicherung für eine Privatperson ist, genauso wichtig ist eine Betriebshaftpflichtversicherung für ein Unternehmen. Dabei brauchen alle Unternehmen diese Absicherung, unabhängig von der Branche und der Betriebsgröße. Gerade für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler können die Folgen eines Schadensfalls existenzbedrohend sein. Eine Betriebshaftpflichtversicherung bietet den nötigen Schutz. Die Betriebshaftpflicht sichert gegen die finanziellen Folgen von Schadensersatzforderungen Dritter ab, die durch die gewerbliche Tätigkeit entstehen können. Die Versicherung übernimmt Personen-, Sach- sowie Vermögensfolgeschäden. Abgesichert ist der gesamte Betrieb und seine Angestellten. Auch Teilzeitkräfte, Praktikanten und teilweise auch freie Mitarbeiter. Im betrieblichen Alltag kann es schnell zu Haftpflichtschäden kommen. Etwa wenn eine Person sich durch das Verschulden des Betriebs verletzt oder es zu einem Sachschaden bei einem Dritten kommt. Verursacht ein Selbstständiger oder ein Mitarbeiter einer Firma einen solchen Schaden in der Zeit seiner beruflichen Tätigkeit, leistet nicht seine private Haftpflichtversicherung, sondern die Betriebshaftpflichtversicherung. Ein typisches Beispiel ist hier der frisch gewischte Fußboden. Eine Dame betritt kurz nach Ladeneröffnung einen Friseursalon. Die Reinigungskraft ist mit dem Wischen des Fußbodens gerade fertig geworden. Die Kundin betritt kurz darauf den Laden, rutscht aus und bricht sich den Oberschenkelknochen. Sie fordert daraufhin Schadensersatz vom Friseurbetrieb. Die Betriebshaftpflichtversicherung übernimmt die Kosten für den Krankenhausaufenthalt, Folgebehandlung und kommt für den Verdienstausfall der Kundin auf. Ein anderer häufiger Fall ist der finanzielle Schaden durch Schlüsselverlust. Ein Handwerksbetrieb erhält einen Auftrag eines Großkunden und bekommt den Generalschlüssel für eines der Bürogebäude. Einer der Handwerker verliert den Schlüssel. Daraufhin muss die gesamte Schließanlage des Objektes ausgetauscht werden. Die Hausverwaltung stellt dem Handwerksbetrieb die angefallenen Kosten in Rechnung. Zum Glück hat die Firma eine Betriebshaftpflichtversicherung. Diese trägt die Kosten für den entstandenen Schaden. Ohne eine entsprechende Absicherung haften Betriebe mit ihrem gesamten Betriebsvermögen. Mit der Betriebshaftpflicht können sich zum Beispiel Gewerbetreibende, Unternehmen oder Freiberufler gegen die finanziellen Folgen von Haftpflichtschäden absichern. Prinzipiell ist eine Betriebshaftpflicht unabhängig von Branche und Größe des Betriebs zu empfehlen. Die Betriebshaftpflichtversicherung deckt das betriebliche Haftpflichtrisiko ab. Das bedeutet, dass nicht nur der Versicherungsnehmer versichert ist, sondern alle weiteren Personen, die im Auftrag der Firma handeln und Aufgaben nachgehen, die der Erfüllung der Geschäftstätigkeit des Betriebes dienen. Sprich, es sind alle Mitarbeiter der Firma versichert. Dazu gehören zum Beispiel Angestellte, Aushilfskräfte und Minijobber, Werkstudenten und Praktikanten. Zu den wichtigsten Leistungen der Betriebshaftpflicht gehören die Absicherung von Personenschäden, Sachschäden und Vermögensfolgeschäden. Eine Betriebshaftpflicht leistet Schadensersatz bei berechtigten Ansprüchen Dritter, falls der versicherte Betrieb oder einer seiner Mitarbeiter einer anderen Person einen Schaden zufügt. Im Alltag kann dies zum Beispiel so passieren. Ein Kunde kommt zu einem Beratungstermin ins Büro, stolpert über ein Stromkabel und verletzt sich. In solchen Fällen wird von einem Personenschaden gesprochen. Ein Sachschaden liegt vor, wenn beispielsweise ein Monteur eine Dichtung falsch anbringt und einen Wasserschaden im Haus des Kunden verursacht. Vermögensfolgeschäden sind entgangene finanzielle Vorteile oder erlittene finanzielle Nachteile, die dem Geschädigten nach einem Personen- oder Sachschaden entstehen. Diese werden auch unechte Vermögensschäden genannt. Kann ein Kunde aufgrund seines Unfalls im Bürogebäude seiner eigenen Arbeiten nicht mehr nachgehen, kommt es für ihn zu einem Verdienstausfall. Auch dafür würde eine Betriebshaftpflicht aufkommen. Der passive Rechtsschutz gehört ebenfalls zu den Grundleistungen einer Betriebshaftpflicht. Dies bedeutet, jeder Anspruch, den ein Dritter an das versicherte Unternehmen stellt, wird vom Versicherer genau geprüft. Falls Forderungen unberechtigt sind, wehrt die Betriebshaftpflichtversicherung diese gegebenenfalls auch vor Gericht ab. In diesem Fall erfolgt eine Übernahme von Anwalts- und Prozesskosten sowie Kosten für Sachverständige oder Gutachterkosten.
Die Betriebshaftpflichtversicherung übernimmt zwar Vermögensfolgeschäden, das heißt finanzielle Schäden infolge eines Personen- oder Sachschadens, es werden jedoch keine echten Vermögensschäden übernommen. Echte Vermögensschäden sind Schäden, die unabhängig von Sach- oder Personenschäden entstehen. Zum Beispiel durch eine Falschberatung eines Anwalts oder Unternehmensberaters. Wenn ein Kunde durch diese Falschberatung einen finanziellen Nachteil erleidet, handelt es sich um einen echten Vermögensschaden. Ein unechter Vermögensschaden entsteht infolge eines Personen- oder Sachschadens. Ein Gast erleidet in einem Restaurant eine Lebensmittelvergiftung und kann dadurch in den folgenden Tagen seine Kundentermine nicht wahrnehmen. Durch die gesundheitliche Einschränkung hat der Geschädigte einen finanziellen Nachteil. Kundenaufträge können nicht angenommen werden. Es handelt sich um einen Vermögensschaden infolge eines Personenschadens. Hier leistet die Betriebshaftpflichtversicherung. Echte Vermögensschäden können über eine Vermögensschadenshaftpflicht abgesichert werden. Gerade für Berufe mit beratender oder prüfender Tätigkeit ist eine solche Versicherung besonders wichtig. Für einige Berufe ist eine entsprechende Vermögensschadenhaftpflicht sogar gesetzlich vorgeschrieben. Ebenfalls vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Eigenschäden. Die Betriebshaftpflicht leistet nur bei Schäden an Dritten. Schädigt ein Mitarbeiter das Inventar der Büroräume, gilt dies zum Beispiel als Eigenschaden. Vorsatz ist grundsätzlich nicht versichert. Dies ist der Fall, wenn zum Beispiel ein Produkt auf den Markt gebracht wird, von dem bekannt war, dass es fehlerhaft ist. Verbaut der Handwerksbetrieb wissentlich ein defektes Teil im Haus des Kunden, handelt es sich ebenfalls um Vorsatz. Bei solchen Schäden leistet die Betriebshaftpflichtversicherung nicht. Für jedes Unternehmen wird die passende Betriebshaftpflicht individuell bestimmt. So auch die Höhe der Beiträge. Für die Berechnung der jährlichen Versicherungsbeiträge spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Dazu gehören die Art des Betriebs, die Art der gewerblichen Tätigkeit, der Jahresumsatz, die Betriebsgröße und die Höhe der Versicherungssumme. Bei der Antragstellung wird von den meisten Versicherern eine Risikoanalyse durchgeführt. Darin werden die wichtigsten Angaben über den Betrieb und die gewerbliche Tätigkeit erfasst. Anhand dieser Angaben wird beurteilt, mit welchen Haftungsrisiken zu rechnen ist. Je mehr Umsatz im Jahr erwirtschaftet wird und je mehr Mitarbeiter das Unternehmen beschäftigt, desto größer ist das Risiko eines Versicherungsfalls. Entsprechend werden die Beiträge für eine geeignete Betriebshaftpflichtversicherung berechnet. Das Tätigkeitsfeld ist für die Beitragshöhe der Betriebshaftpflicht entscheidend. Ein Handwerksbetrieb hat zum Beispiel ein höheres Sachschaden- oder Personenschadenrisiko als ein reiner Bürobetrieb. Um eine reibungslose Schadensregulierung zu gewährleisten, sollten die Angaben zur Betriebstätigkeit bei Antragstellungen so genau wie möglich gemacht werden. Bei der Wahl der Versicherungssummen bieten die meisten Versicherungen Versicherungssummen von 3, 5 oder sogar 10 Millionen Euro. Die Höhe eines Versicherungsschadens ist im Vorfeld schwer abzuschätzen. Gerade in Bezug auf Personenschäden. Personenschäden können mögliche Forderungen in Millionenhöhe verursachen. Eine ausreichend hohe Deckungssumme bietet die nötige Absicherung. Versicherungsnehmer können teilweise selbst Einfluss auf die Höhe der Beiträge nehmen. Entscheidet man sich beispielsweise für eine jährliche statt einer monatlichen Zahlweise, reduziert sich der Beitrag sehr stark. Auch eine längerfristige Bindung an den Versicherer durch eine Vertragsdauer von mehr als einem Jahr wird von einigen Anbietern mit einem Rabatt belohnt. Durch die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung lassen sich die Beiträge ebenfalls senken. Je höher die Selbstbeteiligung bei Vertragsabschluss festgelegt wird, desto niedriger fällt die Versicherungsprämie aus. Junge Unternehmer und Existenzgründer können nochmals Rabatte auf den jährlichen Beitrag zur Betriebshaftpflicht erhalten. Dies wird als sogenannter Neugründerbonus bezeichnet. Für einige bestimmte Berufe gibt es die sogenannte Berufshaftpflichtversicherung. Hier handelt es sich oft um eine Kombination aus Vermögensschaden oder Betriebshaftpflicht. Diese betrifft meist besondere Berufsgruppen wie etwa Ärzte, Anwälte, Ingenieure, Architekten und Makler. Für einige Berufe ist der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung übrigens Pflicht. Handelt es sich um ein produzierendes Unternehmen, sollte unbedingt geprüft werden, ob die Betriebshaftpflicht auch die Produkthaftpflichtversicherung enthält. In den meisten Tarifen ist die Produkthaftpflicht im Versicherungsschutz enthalten.
Die erweiterte Produktversicherung wird empfohlen, wenn Unternehmen eigene Güter herstellen, vertreiben und diese von anderen Unternehmen weiterverarbeitet werden. Wichtige Absicherungen sind außerdem die Betriebsgebäude und die Geschäftsinhaltsversicherung. Diese Policen schützen das Gebäude und das Inventar vor Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel sowie bei Einbruchdiebstahl. Für alle Betriebe, die mit Computern, Maschinen oder anderen technischen Geräten arbeiten, ist zudem eine Elektronikversicherung sinnvoll. Diese zahlt die Kosten bei Eigenschäden an Computern und Servern. Eine Cyberversicherung schützt vor Angriffen aus dem Internet gegen die Firma. Jede Firma sollte sich zudem nicht nur passiv, sondern auch aktiv rechtlich absichern. Eine Firmenrechtsschutzversicherung hilft, um die rechtlichen Interessen der Firma durchzusetzen, falls es zu einem Rechtsstreit kommt. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail oder schreiben Sie direkt in die Kommentare. Bei ausführlichen Beratungen rufen Sie uns sehr gerne an. Über unser 3-Ebenen-Modell werden Sie immer perfekt abgeholt. Die erste Ebene ist das Service-Team, die zweite Ebene sind die Fachberater und die dritte Ebene sind dann Fachberater zu unterschiedlichen anderen Themen.